Diesmal habe ich eine Premiere für euch. Es ist der erste Bruder-Talk auf meinem Kanal. Es dreht sich um Basketball und es dreht sich um die beiden Seifert-Brüder Andreas und Martin. Der eine, Andreas, hat soeben seinen Vertrag bei Medi Bayreuth um 2 Jahre verlängert. Der andere, Martin, hat bei den Uni-Baskets in Paderborn seine Zeit im Profibasketball im Frühjahr beendet und widmet sich nun beruflichen Dingen in seiner Heimatstadt Berlin. Ich habe mit beiden gesprochen. Es war ein sehr amüsanter, unterhaltsamer und auch interessanter Talk. Viel Spaß beim Zuhören und Zuschauen. Ich freue mich besonders, dass ich meinen ersten Bruder-Talk auf meinem YouTube-Kanal stattfinden lassen kann. Basketball-Bruder-Talk, Andi Seifert und Martin Seifert sind bei mir. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und ja, einer hat jetzt seine aktive Karriere im Basketball erstmal beendet. Der andere hat sie nochmal verlängert. Andi hat sie verlängert in Bayreuth, Martin hat sie in Paderborn beendet. Jetzt weiß ich nicht, mit wem ich anfange. Ich fange mal mit dem Martin an. Ob er vielleicht ein bisschen wehmütig ist darüber, dass jetzt doch alles zu Ende ist und vielleicht auch so ein bisschen darüber, wie es zu Ende ist. Denn ich hatte den ähnlichen Fall bei Simon Schmitz vor einigen Wochen, mit dem ich auch hier gesprochen habe, durch diesen Corona-Lockdown. War es halt keine Abschiedstour und schon gar kein Abschiedsspiel, sondern es war so ein abrupter Abriss und bei dir war das sicher ähnlich. Ja, danke erstmal für die Einladung. Es war erstmal auf die erste Frage. Klar, also es war kein leichter Abschied, sag ich mal so, aber es war jetzt für mich nach und nach so an der Zeit zu sagen, okay, es reicht irgendwann, hat nicht mehr so ganz viel Spaß gemacht, wie es früher noch Spaß gemacht hatte. Und ja, dann war irgendwann, ich habe schon, wie gesagt, auch lange mit diesem Gedanken gekämpft, sage ich mal, aufzuhören. Es ist ja immer doch recht schwer zu sagen, okay, ich höre jetzt wirklich auf mit Basketball. Das ist ja, war ja jahrelang so mein Lebensinhalt, sage ich mal. Und ja, aber ich bin trotzdem froh, dass ich es jetzt gemacht habe. Bin happy jetzt hier in Berlin. Und ja, will mich nicht beschweren, sag ich mal so. Und, wegen Corona, klar, war ein sehr überraschter, abrupter Abbruch der ganzen Saison, aber wir haben es relativ gut beendet. Wir hätten natürlich gerne nochmal die Playoffs dann offiziell erreicht und haben noch ein paar gute Spiele geleistet und ja, klar, wie gesagt, Playoffs sind schön gewesen, aber ich traue dem jetzt nicht nach so sehr. Weißt du, ob es nochmal wirklich einen offiziellen Abschied auch für dich geben wird, so eine Art Abschiedsspiel oder nochmal ja, eine Überreichung, hängt natürlich sicher auch davon ab, wann mal wieder in der Halle gespielt werden kann. Nicht, dass ich wüsste, also da ist jetzt nichts geplant oder so. Ich werde mich auf jeden Fall nochmal, wenn die Saison dann halt irgendwann wieder laufen sollte, auch auf jeden Fall auch in Paderborn nochmal blicken lassen und allen Leuten nochmal, sag ich mal, offiziell Tschüss sagen oder wie auch immer. Also ich habe ja schon mit ein paar per Facebook und Instagram und Co. geschrieben und habe mich da so ein bisschen verabschiedet und ja, machen wir jetzt das Beste draus. Wir vertiefen das gleich noch ein bisschen, steigen aber jetzt mal mit Andi ein und da war es genau das Umgekehrte in der Shutdown-Zeit, als bekannt wurde, dass Martin Schluss macht sozusagen, hast du nochmal einen draufgesetzt, zumindest warst in Verhandlungen mit Medi. Dass das jetzt klar geht, das wurde erst vor 2-3 Wochen so bekannt. Was gab für dich nochmal den Ausschlag, auch weiterzumachen? Du hast noch keine Schmerzen früh beim Aufstehen, nehme ich an. Nee, das geht noch ganz gut. Und stand auch nicht zur Debatte, da jetzt irgendwie zu sagen, dass das reicht jetzt schon. Mhm. Aber ja, natürlich muss man auch erstmal gucken, wie geht's weiter. Muss man ja gar nicht... auch weiß man jetzt noch nicht von der Probe, wann die Saison weitergeht und wie die Teams da aus der Nummer rauskommen. Mhm. Dementsprechend hat es sich alles ein bisschen gezogen, länger als ich vielleicht unter normalen Umständen gezogen hätte. Mhm. Aber jetzt bin ich auf jeden Fall froh mit der Entscheidung und freue mich auf mindestens 2 weitere Jahre. Ich habe mit deinem Coach gesprochen, mit Raul Korner vor 2 Wochen etwa, wurde auch schon ausgestrahlt und er hat gesagt, ja klar, eben was du auch sagst, er hat das bestätigt. Das Ganze findet unter anderen Voraussetzungen statt, als das vielleicht mal gedacht war. Sicherlich mussten da irgendwie auch alle Seiten Abstriche machen. Ja, genau. Also es war so ein bisschen achterbahnmäßig. Erst war komplette Panik, dann ging es wieder ein bisschen besser. Dann nochmal, also es war wirklich so hin und her und jetzt
Als es dann wieder in ruhigeren Gewässern war, hat es dann auch erst wirklich Sinn gemacht, miteinander zu reden, wo ja, alle Seiten ein bisschen klarer ausblicken konnten. Aber die Budgets werden definitiv im nächsten Jahr geringer sein als in den letzten Jahren. Und ich glaube, da sind alle, tragen alle ihren Teil dazu bei, Spieler natürlich auch. Ja. Es ist jetzt eigentlich noch gar nicht der Moment zu fragen, wie seid ihr mit der Shutdown-Zeit zurechtgekommen? Denn irgendwie läuft es ja noch. Ihr seid ja noch, oder vor allem du, Andi, bist ja noch nicht im Training, ist noch nicht eingestiegen und es ist ein ganz großes Fragezeichen dahinter, wie diese kommende Saison stattfinden wird. Es gibt Termine, es gibt ja, Ideen, wie das stattfinden soll, aber wir fragen uns alle, kommt eine zweite Welle? Wir fragen uns, dürfen Zuschauer in die Halle und. Auf was stellst du dich ein? Wie versuchst du ja, auch persönlich mit den Dingen klarzukommen und vielleicht noch einen Schritt zurück. Wie bist du selbst mit diesem abrupten Shutdown dann zurechtgekommen nach diesem Geisterspiel gegen Cluj, bei dem ihr euch ja noch quasi für dieses Final Four qualifiziert habt, im Europe Cup? Ja, im Europe Cup, genau. Man hatte so ein bisschen die Vorahnung schon, nachdem das Spiel ja schon ohne Zuschauer war, dass das vielleicht das letzte Saisonspiel hätte sein können, was es ja dann noch war. Dementsprechend haben wir zum Glück in weiser Voraussicht uns auch nochmal als Team dann mehr oder weniger zusammengesetzt und uns ein bisschen darauf angestoßen auf die Saison. Aber dann war es trotzdem natürlich die ersten Tage oder die ersten Wochen auch ein bisschen komisch. Man hat ständig im Handy gehangen, mehr als eh schon, und geguckt, wie ist die Lage, geht es noch weiter, geht es nicht weiter. Und dann irgendwann natürlich auch die Frage, wie hält man sich fit? Sonst hat man immer so ein bisschen so ein Ritual, nicht Ritual, aber so ein Rhythmus, dass man weiß, gut, Anfang August geht wieder los. Juni, Juli sieht mein Trainingsplan ungefähr so aus. Jetzt ist, glaube ich, der Trainingsstart Mitte, Ende August geplant. Das ist jetzt schon mal einfacher, sich darauf ein bisschen vorzubereiten. Bis dahin war man so ein bisschen in der Schwebe, was das Training anging, ne? Was natürlich auch wichtig ist. Man war jetzt so lange wie nie nicht in der Halle, nicht unter Wettkampfbedingungen. Und das war schon eine Herausforderung, trotzdem alles so ein bisschen sich zu bauen wie sonst. Kommen wir mal zurück zu Martin. Ich war in dieser Shutdown-Zeit in Paderborn. Ich habe Familie da, meine Schwester lebt mit ihrer Familie da. Und ich weiß, die Regeln dort waren etwas weniger streng als in Bayern. Jetzt frage ich dich, du warst in dieser Zeit auch noch März, April, du warst da auch noch in Paderborn. Und wie erging es dir, Martin, in dieser Zeit? Tatsächlich war ich während des Shutdowns, oder als es so richtig losging, war ich in Heidelberg bei meiner Freundin. Okay. Und da habe ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, so viel mitbekommen. Also, weil, klar, also man konnte natürlich nichts unternehmen. Man konnte weder trainieren, man musste sich halt zu Hause irgendwie ein bisschen beschäftigen und auch zu Hause fit halten. Was man ja noch weitermacht, egal ob man jetzt professionell Basketball spielt oder nicht. Aber ja, es war halt ein bisschen anders, klar. Also war weniger los im Endeffekt war das ganz okay. Also es war schön, da ich halt bei meiner Freundin sein konnte, die zu der Zeit noch in Heidelberg gelebt hatte. Und von daher war das für mich jetzt nicht so negativ, sage ich mal. Bei all dem Komischen. Ich fand es auch ganz irgendwie beruhigend so, weil man wusste, gerade die ersten Wochen, man kann irgendwie mal komplett sein Ding machen, gar keine richtigen Termine, ja. Und die Welt dreht sich irgendwie gar nicht weiter wie sonst so. Die waren schon irgendwie krass, also sehr spezielle Wochen und war wahrscheinlich eine Situation, die man nie nochmal so hat, so von der inneren Ruhe irgendwie. Ich muss sagen, ganz spontaner Urlaub. Ja, bei all dem, ja, Schwierigen auch, sind natürlich Leute gesundheitlich geschädigt worden dadurch. Und bei all den Problemen, die entstanden sind, es gab durchaus auch, Andi, würde ich dir zustimmen, Martin auch, eine gute Seite, eine ruhige Seite, auch mal über bestimmte Dinge nachzudenken, auch mal nicht ständig die Uhr im Kreuz zu haben, nicht ständig Termine im Kreuz zu haben und vielleicht mal das eine oder andere auch reflektieren zu können und auch mal zur Ruhe zu kommen. Also man kann auch versuchen, jeder Sache was Gutes abzugewinnen. Das habt ihr getan. Andi, du hast es auch getan, nehme ich deinen Worten. Ja, also probier sowieso immer ein bisschen positive Dinge aus den Sachen rauszuziehen, und deswegen, klar, die ganze Situation an sich war natürlich, oder ist ja immer noch ernst und nicht zu unterschätzen.
Aber trotzdem, ja, man weiß ungefähr, ja, wie es dann ausgesehen hat im März. In den nächsten Wochen war ja klar, es waren wie viel, 6 Wochen Shutdown, 4 Wochen, irgendwie so. Das heißt, man hatte einfach die Zeit, man hatte die Aussicht, gut, es sind 4 Wochen, man muss jetzt irgendwas, oder man kann irgendwas anderes mal jetzt machen als sonst und so ein bisschen anders sich die Tage takten und so weiter. Deswegen hat man ja schon probiert, das ein bisschen anders anzugehen als normal und zumindest das Positive drauf zu ziehen. Ja. Ich habe noch eine Frage zu dieser Corona-Sache. Erst Andi, dann Martin. Habt ihr persönlich irgendwie Angst vor dieser Krankheit? Oder ist das was, wo ihr sagt, okay, wenn wir die Regeln beachten und vorsichtig sind, in Anführungsstrichen, dann kann uns relativ wenig passieren. Wie ist das? Andi, fang du an. Ich finde vor allen Dingen so diese Langzeitschäden, sage ich mal, die ja noch nicht so gut einzuschätzen sind, da habe ich ein bisschen Respekt vor. Ich denke, wenn man es jetzt wirklich akut hat, dass man mit der entsprechenden Fitness da hoffentlich glimpflich davon kommen würde. Aber gerade was jetzt, wenn man es als Sportler auch hat, langfristig da irgendwie die Leistungsfähigkeit einschränkt, das kann man ja irgendwie auch noch gar nicht absehen. Deswegen habe ich auf jeden Fall Respekt davor und deswegen trägt man die Maßnahmen auf jeden Fall so mit, wie sie angesetzt werden, Maske, Hände desinfizieren und so weiter. Auch wenn es natürlich dann sehr, sehr große Auswirkungen auch gerade auf unseren Sport hat. Aber dafür ist es halt noch zu neu und zu unerforscht und zu dynamisch. Ich meine, jetzt waren in den letzten Tagen irgendwie die höchste Neuansteckung seit überhaupt. Ich glaube, 280.000 Fälle an einem Tag. Mhm. Von daher sind wir quasi noch mittendrin. Mhm. Und deswegen muss man es auf jeden Fall ernst nehmen, definitiv. Martin, wie geht's dir? Hast du persönlich Angst oder sagst du, wie gesagt, wenn ich vorsichtig bin, geht das wahrscheinlich für mich gut aus? Ja, ich denke, man, wie eigentlich schon meinte, man sollte auf jeden Fall Respekt davor haben. Also eben, weil es noch nicht so erforscht ist und nicht, man nicht weiß, was jetzt genau mit einem macht. Und aber trotzdem denke ich, wenn man eben die Maßnahmen einhält, Hände waschen, Maske tragen, wie auch immer, Kontakt, Abstand einhalten, dann sind wir da, glaube ich, gut aufgestellt und können dann einfach nur hoffen, dass dann, sobald hier wirklich die Impfung da bei rauskommt und dann wieder so schnell wie möglich, sage ich mal, zum normalen Leben wieder übergehen kann. Hoffen wir das Beste in dem Zusammenhang. Ja, denn irgendwie ist es ja doch schwierig, trotzdem mit der ganzen Sache zurechtzukommen. Und wäre schöner, wenn das schneller im Griff wäre, denn wenn es länger dauern würde. Jetzt blicken wir mal, Martin, auf deine Zeit zurück. Ihr habt ja relativ am Anfang vor allem viele Parallelen in eurer Karriere, du und Andi, aber dann bist du zum Beispiel nach Amerika gegangen. Das hat Andi nicht. Zumindest habe ich es den im Internet findbaren Lebensläufen so nicht entnommen bei Andi. Vielleicht war es doch mal irgendwo und keiner hat es mitgekriegt. Wo sind Unterschiede? Nur zum Besuch. Nur zum Besuch. Wo sind Unterschiede, Martin, aus deiner Sicht in euren beiden Karrieren? Amerika ist der hervorstechendste. Ja, das auf jeden Fall. Also für mich war Amerika wirklich so das Sprungbrett, sag ich mal, zur Profikarriere. Weil für mich stand auch wirklich vor Amerika noch gar nicht fest, okay, was mache ich jetzt als nächstes? Ne? Ich war kurz davor, wirklich hier in Berlin anzufangen zu studieren. Und hatte aber immer darauf gehofft, noch irgendwie ein bisschen mit Basketball eben professionell weiter spielen zu können oder weitermachen zu können. Und ja, dann hatte ich halt wirklich die Chance, dann ans College zu gehen und das war schon oder ist schon, glaube ich, der größte Unterschied zwischen Andis Laufbahn und meiner. Und hab dann halt da 4 Jahre an 2 verschiedenen Colleges verbracht und da auch wirklich viel dazugelernt, basketballerisch und auch mental und alles. Und ja, das war auf jeden Fall so der große Unterschied. Also mir wäre jetzt sonst direkt nichts Gravierendes anderes einfallen, außer dass er dann halt, sag ich mal, aus der Pro B dann in die BBL ist oder relativ schnell dann in die BBL ist. Ja, so würde ich das auf jeden Fall sehen. Wo ist der Unterschied, der Hauptunterschied im US-Basketball zum europäischen oder vielleicht gar zum deutschen Basketball? Wo sind die größten Unterschiede? Früher gab es mal andere Abmessungen sogar auf dem Feld. Ich glaube, das hat sich jetzt im Regelwerk schon angeglichen. Aber sicherlich gibt es spielerisch große Unterschiede. Ja, klar, das war viel, viel mehr auf so ein 1 gegen 1 Gehabe, ne? Muss man schon eindeutig sagen, weil viel mehr
man musste sich selber beweisen. Und in Europa ist es halt viel mehr auf ein Team, aufs Team ausgelegt. Und aber ich wüsste jetzt gar nicht, also so, es ist halt, war ein gutes Sprungbrett. Mhm. Und jede Liga hat so ein bisschen seine Eigenheiten. Ne? Da gab es ja auch die Sekundenregel, es sind nicht 24 Sekunden waren. Und man halt zwei Hälften spielt anstatt vier Viertel. Und aber sonst war klar, die Coaches waren, ist schwer zu sagen, die waren, also meiner war ein bisschen strikter, aber die hast du ja in Europa auch. Von daher hat es einen eigentlich auch relativ gut vorbereitet auf das, was einen dann in Europa bei den Profiligen sozusagen erwartet hat. Ein Jahr Obradovic hat er ja noch gehabt danach. Okay, genau. Und das ist so der harte Hund quasi. Das ist der harte Hund, ja, aber es gibt ganz viele verschiedene Arten von harten Hunden, hätte ich jetzt mal gesagt. Also der eine ist ein bisschen mehr, geht so mehr auf die mentale Schiene, der andere einfach schreit, der andere, also gibt viele, viele verschiedene, aber das war auf jeden Fall ein harter Hund, ja. Jetzt gibt es Menschen, die sagen, also grundsätzlich in den Staaten ist Basketball natürlich, steht viel weiter oben, ganz oben eigentlich in der Sportartenhierarchie als in Deutschland. Jetzt gibt es aber Leute, die sagen, der eigentliche Basketball ist der Uni-Basketball in den USA. Stimmt das so? Ich würde es einfach als zwei verschiedene Welten, naja, nicht unbedingt Welten sehen, aber also die sind so ziemlich gleich auf. Aber sobald es halt zur March Madness kommt, ist auf jeden Fall Basketball alles in Amerika und aber auch wenn es in den NBA Playoffs kommt, dann ist es auch, also ich glaube, es ist einfach unterschiedlich, weil dieser Hype, den man von den, also als Spieler allgemein hat man ja wirklich auch einen guten Hype erlebt, als Basketballspieler da zum Beispiel über einen Campus zu laufen, also ne, wurde man ein bisschen anders behandelt, sage ich mal auch, und Das war auf jeden Fall klar, schönes Gefühl, sage ich mal, ne? Aber also sonst, ja, long story short, also es ist schon zwei verschiedene Welten, aber die werden, glaube ich, beide ziemlich gleich gehypt. Ne? Und eine Frage, die immer nahe liegt, bringt einem das dann auch an der Uni Vorteile? Also jetzt nicht mit den Kommilitonen, sondern eben auch, weiß ich, in Prüfungen, mündlichen Prüfungen, wenn die Dozenten wissen, aha, der vertritt unsere Schule im Basketball oder unsere Uni. Bringt einem das vor? Oder wird sogar genauer hingeguckt? Manchmal kann das auch ein Nachteil sein. Ja? Nö, ach, die sind da relativ, die sind einfach eher hilfsbereiter. Also wenn man mal eh nicht kann, dann sagen die, ja komm, machst du dann nächste Woche oder... Ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass sie einen besser benotet haben oder so, aber die waren schon einfach freundlicher zu einem, hatte ich schon das Gefühl. Kann sein, ja. Kooperativ. Jetzt ist das Stichwort, genau. Harter Hund gefallen bei Obradovic. Ich habe jetzt nochmal, das war vorgestern, Andi, diese Reportage gesehen über Raul Korner von 2016 von Magenta Sport. Ich nehme an, die ist dir bekannt. Das war nach eurem 6-0-Lauf Anfang der Saison oder Mitte der Saison vor dem Oldenburg-Spiel. Und ich fand es total spannend. Ich habe es nach 4 Jahren jetzt das erste Mal gesehen gestern und habe ein Innenleben von eurem zumindest damaligen Team bekommen. Aber Raul ist ja noch da. Du bist auch noch da. Ist diese Reportage, gibt das ein realistisches Bild von dem, was passiert während eines Spiels in der Kabine? Fand ich auch spannend. Das Kamerateam durfte in die Kabine, eigentlich was Heiliges. Ja, auf jeden Fall. Eigentlich hast du da keine Kamera drin. Oder nur, ja, wenn so ein bisschen Geplänkel ist, aber nicht, wenn es so wie da wirklich um alles geht. Ich fand schon, dass das ein relativ realistisches Bild gezeichnet hat, vor allen Dingen, weil natürlich das Spiel auch dementsprechend emotional war und schon so ein richtungsweisender Sieg irgendwie auch war. Mhm. Es ging, ich glaube, wie waren das? In der ersten Halbzeit waren wir ein bisschen hinten, glaube ich. Ja, voll. Also das voller Negativlauf, 2-14 oder 4-14. Und also ich benutze jetzt nicht die Worte von Raul, die er in der Pause gesagt hat, aber es war ein ganz schlechtes Spiel von euch. Und dann hat er Energie gefordert, relativ laut. Und ihr habt das gedreht am Ende. Und ja, ich fand die Ansprache spannend. Also die war schon heftig.
Ja, nee, klar. Also das war, manchmal braucht es so eine Ansprache. Mhm. Das probiert man natürlich immer erstmal in der Mannschaft zu lösen, aber wenn man sieht, gerade in der ersten Halbzeit ist man so weit hinten, dann sind es schon mal so Sachen, die man sich ja auch vom Trainer anhören muss, logischerweise. Und von daher, wie gesagt, war es echt, glaube ich, ein spannender Einblick für Außenstehende, ja, weil das Spiel halt auch so bei Seiten hatte und dann auch mal nicht einfach nur so hin und her geplätschert ist, sondern wirklich wie eine Achterbahnfahrt und die Emotionen so ein bisschen übergekocht sind und gehört alles dazu, ja. Deswegen fand ich, war echt eine gelungene Reportage. Und gehört Raul auch in die Kategorie harter Hund oder ist er so ein Zwischending oder ist er vielleicht sogar ein eher, ja, sagen wir mal, softerer Trainer? Wo würdest du ihn einsortieren, auch in die Reihe deiner anderen Coaches? Ich denke, er hat, kann beides, würde ich sagen. Man hat es gesehen, wenn es nicht läuft, dann ist natürlich auch ein bisschen, dann trainiert man mal eine halbe Stunde länger und so weiter, was alles dazugehört. Aber auf der anderen Seite ist er schon einer, der dann auch auf die Mannschaft also ein gutes Gespür dafür hat, was die Mannschaft so ein bisschen braucht. Ob es jetzt gerade vielleicht auch mal ein bisschen die Zügel nicht zu locker, aber ein bisschen gelockert werden können. Da gibt es immer verschiedene Phasen in der Saison. Ich glaube, da findet er immer gut die Mitte auf jeden Fall. Ja. Wie seid ihr denn untereinander als Brüder? Ich bleibe nochmal beim Andi, dann steigt wieder Martin ein. Ja, ihr seid nicht weit auseinander, ein Jährchen. Vergleicht ihr euch stark irgendwie mit, bei mir hat das geklappt, bei mir nicht oder umgekehrt? Bettelt ihr euch irgendwie? Schreibt ihr euch Nachrichten hin und her, wenn die Wochenenden gut oder schlecht gelaufen sind? Wie war das? Andi, fang mal an. Ja, natürlich. Also von meiner Seite aus auf jeden Fall immer die Saison verfolgt, die Spiele verfolgt, wenn es ging. Und uns nach und vor den Spielen immer ausgetauscht. Mhm. Dann war aber gerade am Anfang der Karriere sozusagen so, dass er halt in Amerika war. Mhm. Und man das gar nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellen würde, dass man im Sommer immer zusammen in die Hallen geht und so weiter. Das war gar nicht immer so möglich. Mhm. Das war es in den letzten Jahren schon eher der Fall, als wir dann beide immer in Berlin waren. Mhm. Und dann so ein bisschen zusammen ins Krafttraining sind oder die Halle oder ja, Sachen. Jetzt frage ich bei Andi gerade, ob er noch da ist. Kannst du den letzten Satz nochmal wiederholen, weil der ist gerade im Internet stecken geblieben. Ah ja, jetzt hätte ich auch hinstellen. Nee, ich meinte, bis wann habt ihr gehört? Machen wir so rum. Dass ihr in Berlin euch hin und wieder mal getroffen habt. Genau, als wir dann, ja, als er dann in Deutschland war und wir auch dann Roommates waren in Berlin, zusammen gewohnt haben. Da war es natürlich ein bisschen leichter auch zusammen zu trainieren. Mhm. Und eine Sache, die ich immer noch so ein bisschen im Hinterkopf hatte, das war jetzt wahrscheinlich ist untergegangen, dass man mal zusammen in der Mannschaft spielt. Das wäre nochmal wie früher in der Jugend, auch bei den Profis. Das wäre nochmal ganz witzig gewesen. Das hat jetzt leider nicht geklappt. Das müssen wir vielleicht auf die Ü40 dann nochmal verschieben. Ja. Martin, du bist bereit dafür, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich will ja jetzt erstmal ein kleines bisschen Abstand vom Basketball nehmen und mich mehr auf die, sag ich mal, Karriere neben dem Sport konzentrieren. Mhm. Aber bis 40, glaube ich, habe ich wieder ein bisschen Lust auf Basketball. Bei all dem, Martin, was man so tut, wie wichtig ist es, wenn du mit dem Andi sprichst und umgekehrt? Da weiß ja einer sofort, um was es geht. Beide sind Profisportler, beide machen das Gleiche mit. Da muss man nicht groß viel erklären, wenn es mal schlecht läuft zum Beispiel. Das ist sicher ein Vorteil, denke ich, im Vergleich zu anderen guten Freunden. Ja, auf jeden Fall. Also das war halt, und vor allem auch, wenn er mein Spiel geguckt hat oder ich seine, dann konnte man auch direkt sagen, hier die eine Situation, er hätte es vielleicht das machen können oder er gibt mir einen Rat, passt nächstes Mal da besser drauf auf oder also wirklich kann eigentlich über alles haben wieder geredet nach den Spielen immer und versucht irgendwelche Tipps zu geben, wo man sich halt bessern könnte und das war auf jeden Fall mega hilfreich und auch wenn es einfach mal auf gut Deutsch gesagt ein scheiß Spiel war, hat man den anderen dann versucht so ein bisschen wieder aufzubauen und zu sagen, komm, weiter, zieh durch und das ist schon mega hilfreich auf jeden Fall. Seid ihr ständig jeden Tag in Kontakt oder eher so ein bisschen verteilt? Gibt es ja auch die einen so und die anderen so, Martin? Ja, ist tatsächlich mal so. Also klar, während der Saison ist man ja dann auch wirklich immer in Trainingsstress und so, dann schreibt man sich wahrscheinlich auch nicht jeden Tag. Mhm. Aber wie gesagt, es ist so,
wie es halt gerade passt, sag ich mal, ein, zwei, dreimal die Saison, ja, die Woche, schreiben wir uns da und dann gucken wir, ob es was Neues gibt oder, ja, genau. Dürfen wir, darf ich erfahren, ein paar schauen uns ja doch am Ende zu, was sind deine Pläne jetzt für die Zukunft, bis du dann 40 bist und im Ü40-Team mit Andi gemeinsam auf Korbjagd gehst? Ja, ich bin jetzt erstmal hier in Berlin und konnte zum Glück durch Paderborn auch bei meinem jetzigen Arbeitgeber jetzt verlängern und genau, bin jetzt im Online-Marketing erstmal beschäftigt und will mich jetzt erstmal, wie gesagt, so ein bisschen in Berlin einleben und eben weil es halt auch mit meiner Freundin jetzt eine Fernbeziehung war, bin ich erstmal froh, dass wir jetzt beide in Berlin sind und genau, genieße jetzt erstmal so die Zeit. Also scheint eine gute Basis auf jeden Fall für die Zukunft gelegt zu sein. Andi, bei dir, du hast ja schon mal jetzt den Vorteil, er hat gesagt, Basti Dorrit hat gesagt, du bist sein bester Freund. Das zitiere ich jetzt einfach mal, weil letzte Woche in einem anderen Interview, du hast das Glück, mit deinem besten Freund noch ein paar Jahre zusammen zu spielen bei Medi Bayreuth. Also das läuft schon mal. Dann wurde der Nate Linhardt noch mal verpflichtet quasi. Hat auch geklappt. Ich glaube, das ist für euch schon mal eine wirklich gute Basis als Team. Gut, und der Rest kam dann, also für mich unbeschriebenes Blatt, klar, ich kann mir Statistiken anschauen, aber ich kenne die erstmal alle nicht. Was sagen dir diese Spieler, die da kommen? Und wo glaubst du, geht die Reise hin? Ja, erstmal bin ich natürlich auch fast überrascht, dass wir jetzt so schnell schon den Kader zusammen haben auf einmal. Mhm. Und ich glaube, jetzt schon fast alle Kaderplätze besetzt. Mhm. Dadurch, dass wir jetzt den Kern zusammengehalten haben, also Basti und Nate und ich wieder da sind, ist immer schon mal, finde ich, ein großer Schritt, dass auch einfach Amias zurückkommt und dass irgendwie, hat man in den letzten Jahren gesehen, das hat immer gut funktioniert. Mhm. Die neuen Jungs sagen mir zum Teil auch noch nichts, gerade jetzt, wenn sie direkt vom College kommen, kennt man sie ja nicht immer sofort. Aber die Jungs, die in Europa gespielt haben, hat man zumindest schon mal davon gehört oder Videos gesehen und so weiter. Und ich denke, dass wir, das kann man immer erst natürlich in der Saison sagen, sieht auf dem Papier erstmal jetzt ganz gut aus. Mhm. Und wenn du mich jetzt im Anfang September nochmal fragst, wenn wir ein paar Wochen trainiert haben, kann ich dir ein konkreteres Bild zeichnen. Aber wenn man den Trainer hört, er meinte, es sind viele seiner ersten Optionen wirklich dann dabei gewesen. Mhm. Dann ist es immer schon mal ein gutes Zeichen. Mhm. Und dann kann man vielleicht, gerade wo jetzt ein paar andere Mannschaften noch so ein bisschen diese, sagen wir mal, Corona-Nachwehen haben und so nicht ganz genau wissen, wie die Stars aussehen und so, vielleicht schon ein paar Schritte die Tabelle erklimmen, vielleicht im letzten Jahr, wer weiß. Aber ich finde, erstmal haben wir auf jeden Fall eine gute Basis gelegt. Ja. Raul Korner war selbst ein bisschen überrascht. Er hat zu mir gesagt, jeder Schuss ein Treffer, das hatte er so noch nicht in den Verpflichtungen. Ja. Also alle, die er angesprochen hat, die haben quasi direkt Ja gesagt. Und insofern stimmt das, ja, was du sagst. Und inwiefern findest du auch wichtig, Basketball, wechseln die Teams sehr häufig, rotiert schnell durch. Bei Medi ist jetzt mal so ein Herz, das schlägt seit einigen Jahren mit Basti, mit dir, auch mit Nate Linhardt, der zwar immer wieder weg war, aber auch immer wieder kam. Wie wichtig ist, dass auch bei einem Club so ein Herz pocht aus 3-4 Leuten, die dann auch wirklich als Konstante da sind, mit denen sich auch die Zuschauer identifizieren können. Das ist ja bei dir und bei Basti ja absolut der Fall. Ja, ich finde es gerade bei einem vergleichsweise kleineren Standort dann doch wichtiger als vielleicht in einer Großstadt, wo man sich eh nicht so über den Weg läuft oder so. Aber in Bayreuth haben wir wirklich die Situation, dass man, wenn man durch die Innenstadt, durch die Marktstraße läuft, immer irgendwelche Leute sieht und die einen irgendwie erkennen. Mhm. Und das macht schon, glaube ich, viel von der Identität auch aus, von der Präsenz in der Stadt für den Verein. Also passt es jetzt in den letzten Jahren wirklich von beiden Seiten. Was jetzt Basti und mich angeht, Nate jetzt auch. Dass wir immer wieder zusammengefunden haben und immer einen Weg gefunden haben, erfolgreichen Basketball zu spielen. Und deswegen denke ich, das ist auf jeden Fall eine gute Voraussetzung für die nächsten Jahre. Mhm. Spielerisch einfach. Ja. Also wenn man sich schon kennt und dann vor allem auch drei Leute hat, die da so ein bisschen drei Captain hast im Endeffekt, die alle wissen, was der Coach verlangt. Mhm. Das ist schon ein guter
Standpunkt, ja. Startpunkt. Das denke ich auch. Und bei vielen Teams hat es durchrotiert, auch in diesem Jahr. Und mal gucken, vielleicht könnt ihr quasi mit so einem Kern, könnt ihr da jetzt auftrumpfen mit einer Konstante quasi in Bayreuth. Wäre schön. Martin, zu dir nochmal. Paderborn, ich weiß, es ist schöner als sein Ruf. Ja? Bevor meine Familie oder meine Schwester dahin gezogen ist, ich kannte es oder habe es gehört davon, eben, aber ich kannte es nicht. Und jetzt bin ich häufig da und stelle fest, das ist eigentlich eine schöne Ecke. Da lässt sich's aushalten. Was fandest du da gut, das Pader-Quellgebiet? Was gibt's, was du da vermisst, was du mitnimmst nach Berlin, zumindest in deinem Kopf, in den Erinnerungen? Ich bin tatsächlich in den letzten 2 Jahren absoluter Paderborn-Fan geworden. Also klar, Pader-Quellgebiet ist so ein bisschen das Aushängeschild, aber wirklich die ganze Stadt, wenn man durch die Stadt fährt, die Leute sind alle mega nett. Also du hast, es ist halt so ein kleines Städtchen, aber nicht zu klein, finde ich. Und man hat trotzdem alles da, was man braucht. Und klar, für mich hat natürlich auch dieses familiäre Umfeld bei den Baskets jetzt es nochmal ein bisschen angenehmer gemacht. Die Stadt selber, glaube ich, aber ich habe auch viel Schlechtes tatsächlich, oder nicht Schlechtes, aber viel Negatives über Paderborn gehört, bevor ich hin bin. Mhm. Aber ja, hat sich alles nicht bestätigt, sage ich mal so. Ich kann nur dafür werben, wie gesagt, meine Erfahrung da oben ist auch gut wie deine. Und ich habe so ein, zwei, drei Artikel noch gelesen im Zusammenhang mit deinem Abschied dort, die schwören auf dich, ja, die waren auch total begeistert. Ich glaube, was sie vermissen werden, sind auch ein paar Alley-Oops, mit denen du schon die Halle das ein oder andere Mal angezündet hast, wie man so schön sagt. Das lief tatsächlich ziemlich gut die letzten 2 Jahre da und hat auch jedes Mal Spaß gemacht, aber klar, gibt es sicherlich bald wieder einen, der das genauso gut kann, aber die Fans waren sowieso, standen immer hinter uns, egal ob wir mal vielleicht eine Pechsträhne hatten, sag ich mal, und ein paar Spiele hintereinander verloren hatten. Und haben trotzdem zu den Spielen und haben uns supportet. Und da gibt man sowas natürlich gerne zurück, sag ich mal, wenn es den Fans gefällt und auch nochmal 2 Punkte bringt. Ne? Ja. Traust du oder was traust du dem Club, der Organisation zu? Ich habe nochmal auf die Tabelle geguckt, die waren nämlich 7. oder 8. vor dem Shutdown. Ist das ein entwicklungsfähiges Team? Hat es eine Chance, vielleicht mal in ein, zwei Jahren irgendwie auch Richtung BBL zu gucken? Ich denke, also das ganze Team hinter dem Team ist mit vollen Herzen dabei. Ich denke ja, dass es da momentan noch natürlich an der Halle scheitert und am Finanziellen wahrscheinlich auch. Mit Steve Esserkamp da als Trainer sind sie sehr, sehr gut bedient. Also der weiß auch, wovon er redet, der kann mit den Jungs umgehen und der ist ja sehr, sehr konstant in seinen Trainingseinheiten oder einfach, was er von einem verlangt. Und ich denke, wenn er da seine Wunschspieler kriegt, dann kann er auch noch vieles von Paderborn erwartet werden. Aber wie gesagt, ich denke halt, dass es dann eher am finanziellen scheitern wird mit der BBL, als dass es am spielerischen scheitern könnte. Schauen wir mal, bleibt auf jeden Fall auch da spannend und bei allen, grundsätzlich allen Organisationssportarten übergreifend spannend, wie sie aus dieser Corona-Phase rauskommen, vor allem auch wirtschaftlich. Das ist, denke ich, wichtig. Eine Frage habe ich noch an Andi. Ich habe jetzt mit dir nicht über die Vergangenheit gesprochen. Du spielst ja noch. Ja. Wie lange hast du, also 2 Jahre geht jetzt der neue Vertrag noch bei Mehdi Bastidorit, hat schon mal mit denen ausgemacht, dass er danach noch ein bisschen weitermacht bei Mehdi. Hast du sowas auch im Kalkül als Idee? Oder sagst du, entscheide ich dann, wenn es soweit ist? Ja, erstmal muss ich sagen, weil du gerade die Loops angesprochen hast, muss ich mich hier nochmal beschweren, dass die ganze Sprungkraft in der Familie an den Bruder gegangen ist. Nee, aber ansonsten habe ich jetzt erstmal nur auf 2 Jahre den Vertrag gelegt. Das heißt jetzt nicht, dass ich danach zwangsweise weg bin oder aufhöre oder irgendwas. Es war ja auch so ein bisschen der Situation geschuldet, dass man gar nicht genau weiß, wie jetzt in 2 Jahren, jetzt Corona-bedingt vor allen Dingen, die Sportwelt aussieht und man da erstmal so ein bisschen kurzfristiger vielleicht denkt. Aber ansonsten ist das auf jeden Fall schon ein klares Zeichen für mich auch,
für den Standort Bayreuth. Ich bin dann nach den 2 Jahren 6 Jahre da, 6,5 Jahre, glaube ich. Und könnte mir auch die ähnlichen Optionen vorstellen. Wahrscheinlich in anderer Funktion dann als Basti, aber dass man das irgendwie, also da gibt es auch schon ein paar Gedankenspiele, aber natürlich die nächsten Jahre erstmal noch voll Fokus auf den Profisport, aufs Aktive zumindest. Ja. Und ansonsten, wenn man dann so lange Organisation ist, denke ich, gibt es dann immer Möglichkeiten, wie man auch nach der Karriere irgendwie zusammenfindet und dann einen smoothen Übergang findet, aber das ist noch ein bisschen Zeit, glaube ich. Ich würde mich über beides freuen, so lange wie möglich Andi Seifert auf dem Feld. Das ist immer schön anzuschauen, auch erfolgreich in den letzten Jahren. Punktemäßig guter Schnitt, soweit ich das im Kopf habe. Und immer alles auf der Platte. Also ich habe dich noch nie irgendwie mit hängendem Kopf gesehen. Wünsch viel Glück dabei für die nächsten 2 Jahre und dann eben hoffentlich vielleicht auch für die Zukunft hier in Bayreuth. Danke dir fürs Dabeisein. Martin, dir auch. Und auch dir alles Gute für deine berufliche Zukunft in Berlin und natürlich auch privat. Und ich möchte unbedingt dabei sein, wenn ihr dann euer Ü40-Seifert-Team habt, ja, und Basti Dorit dann mit dem Stecken dazukommt, irgendwie mit der Krücke. Dann. Ja, stimmt, brauchen wir einen Playmaker, brauchen wir noch. Ja. Da möchte ich dabei sein. Das kriegen wir hin. Ich danke euch ganz herzlich fürs Gespräch, wünsche euch alles Gute, bleibt mir gesund und ja, vor allem Andi werde ich in dem Bayreuther Theater sehen. Martin, schauen wir mal. Vielleicht laufen wir uns auch mal irgendwo face-to-face über. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Doch. Und ja, dann in diesem Sinne einen wunderschönen Abend. Vielen Dank. Danke dir. Danke. Ciao. Ciao.